Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik und ich möchte euch heute einmal den Rasenmäher von der Firma Stihl vorstellen. Und zwar ist das der RM448PC. Das ist ein handlicher Rasenmäher für kleinere bis mittelgroße Gärten mit 46er Schnittbreite und Briggs & Stratton Motor. Der Motor ist mit Startautomatik ausgerüstet, das heißt, ihr braucht bloß, wenn der mit Öl und Benzin befüllt ist, den Bügel hier ziehen und dann sanft durchziehen, dann läuft er schon. Jetzt ist er nicht getankt, aber wenn er entsprechend betriebsbereit ist, macht es nicht mehr machen. Ihr habt einen Radantrieb mit einer Geschwindigkeit, heißt am besten immer unterm Gehen den Antrieb zuschalten und dann fährt er selber. Ihr könnt es aber ganz normal schieben, auch wenn ihr jetzt um Büsche oder Bäume herum manövrieren wollt, ist sehr wendig durch den Monolenker. Monolenker heißt, im Unterschied zum normalen Rasenmäher, wo ihr von früher aus kennt, da habt ihr immer zwei Holme. Bei denen habt ihr einen Holm, der ist aus Stahl, sehr stabil, hat auch den Vorteil vom Klappen. Ihr braucht bloß hier den Bügel ziehen, dann könnt ihr den zusammenklappen. Ihr könnt bloß noch die Partenzüge einkämmen. Die werden hier bloß eingehängt, dass nichts passieren kann. Dann könnt ihr den nämlich schön vorklappen, am Korb aushängen und dann könnt ihr den zum Reinigen ganz einfach hochkant klappen und ihr kommt schön an die Messer ran zum Schärfen aus- und einbauen oder zum Reinigen. Weil grundsätzlich immer mit der Bürste und trocken reinigen würde, nicht mit Wasser. Sieht man jetzt hier auch schön, ihr habt ein sehr stabiles, dickwandiges Kunststoffkreis mit hier Metallverstärkungsleiste links und rechts, dass da nicht so leicht was passieren kann. Sehr schlagfester Spezialkunststoff, hält viel aus. Jetzt hier ein Metallbügel, vorne auch, da geht er unter der Abdeckung durch, mit kugelgelagerten Rädern auch. Das ist auch wichtig, dass der langfristig leicht läuft, weil das haben nicht alle mehr. Bei den normalen ist das oft recht dünn alles ausgelegt und wenn es ein bisschen beansprucht, dann ist das kaputt, das habt ihr hier nicht. Ihr könnt ihn hier schön nehmen, da ist wie ein Griff dran. Und ihr könnt ihn hier schön nehmen. Also wenn man tragen muss, auch kein Problem. Zum Aufklappen immer wichtig, den Bügel ziehen, weil sonst ist der Starter blockiert durch die Bremse. Und ihr habt zwei Positionen zum Einrasten. Hoch, also wenn man jetzt wie ich ein bisschen größer ist, dann kann man den schön oben haben. Wenn man jetzt nicht so groß ist, kann man auch runter, zweite Stufe, dann ist der Griff entsprechend niedriger. Dadurch kann man den optimal anpassen. Wichtig ist, wenn es ihn umlegt, entweder so nach hinten, wie ich es euch zuerst gezeigt habe, oder wenn seitlich Öl nach unten, Benzin nach oben, wenn man so rüberlegt, dann passiert auch nichts. Niemals anders legen, weil sonst läuft euch das Öl rein, dann geht er nicht mehr da mehr. Also da immer drauf achten. Ihr habt einen großen Fangkorb hier mit Füllstandsanzeige, das ist die weiße Klappe, die wird durch den Luftstrom hochgedrückt und wenn die runtergeht beim Mähen, dann wisst ihr, wann der Korb voll ist. Zum Ausleeren könnt ihr den schön aufklappen, dann könnt ihr den schön ausleeren auf den Kompost und der ist wirklich sehr schlagfest und elastisch, was auch wichtig ist. Ihr habt natürlich auch eine richtige Papierbeschreibung dabei, ist bei vielen mittlerweile auch nicht mehr selbstverständlich. Korb wird einfach hier eingerastet, fertig. Und zum Aus- und Einhängen braucht ihr bloß hier die Klappe hochziehen, mit der Lasche da reingehen und von oben einfach nach unten einfädeln, einhängen. Schöner Griff dran, kann man auch sehr gut nehmen. Wie gesagt, ist aus dem Hause Stihl. Super Gerät, kann ich euch nur empfehlen. Bei Stihl kriegt ihr wie gewohnt auch alle Ersatzteile, sowohl für den Mäher als auch für den Briggs-Motor, wo drauf ist. Was auch wichtig ist, wenn man das Gerät langfristig haben möchte. Mit 46 Schnittbreite ist das ein handliches, vernünftiges Gerät. Kann ich euch sehr empfehlen. Wenn ihr mal braucht oder nähere Infos wünscht, ich verlinke euch das im Anschluss vom Video. Da könnt ihr euch die ganzen technischen Daten auch noch anschauen. Wenn ihr mich besucht, freut es mich natürlich noch mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Nachmittag. Vergesst nicht, gefällt mir, abonnieren, Glocke drücken. Dann heute sind wir auf dem neuesten Stand, wenn es was Neues gibt oder schöne Videos mit Tipps von mir. Würde mich freuen. Dankeschön.